Ja, hier möchte ich dir heute am Tag Nummer 8, ich mag ja die 8 total, die Unendlichkeit, die unendliche Liebe, die Grenzenlosigkeit und ja, toll. Also, Kaspar ist mit Musikresonanz unterwegs und da geht es um Regeneration und ich liebe diese Liegen, ich liebe diese Klangtherapie und wir wissen auch heute, was es für Einflüsse auf die Zellen hat. Lass dich einfach mal so ein bisschen abholen davon und es gibt viele Möglichkeiten, wie du tiefer einsteigen kannst, wenn dich dieses Thema interessiert. Und ich kann dir jetzt schon sagen, dass es auch für viele Firmen attraktiv ist, in diesem Bereich Entspannung für ihre Beschäftigten zu organisieren. Denn das ist das, was wir auch während jetzt der letzten 2,5 Jahre erlebt haben, als Erfahrungskompetenz, dass dort vor allen Dingen bei Pflegekräften und Pädagogen große, große Resonanz ist. Genau. Aber Musik ist ja auch einfach, ne? Wenn wir Veranstaltungen machen und Kaspar bringt seine Trommeln mit, dann macht es erstmal Freude, etwas rauszulassen. Und es ist nicht gleich irgendein Thema aufmachen. Es ist leicht und es ist eine niedrige Schwelle, etwas für sich zu tun. So wie atmen. Okay. Dann gehen wir mal ein Stück weiter. Die Michaela hat mehrere Bücher geschrieben, macht Riesenspaß, ihr zu folgen. Und sie hat sich auf die Darmgesundheit und ein strahlendes Aussehen, ja, so ein bisschen konzentriert in einem ihrer Bücher. Also ich wollte auch unbedingt dieses Thema haben, weil dort ja unser Immunsystem versteckt ist. Und genau darüber sprechen wir. Und da wirst du viel Freude haben, vor allen Dingen auch an ihren Studienergebnissen. Wie du dich da einbringen kannst, wenn es dich betrifft, dass du da Darmprobleme hast, dann schreibst du mir einfach und ich bringe euch zusammen, beziehungsweise ihr Kontakt steht auch entsprechend hinterlegt auf der Seite, so wie bei allen. Hast du ja jetzt schon gemerkt, denke ich. Dann die liebe René, da haben wir auch mehrere Inhalte schon vorbereitet, denn wir haben zum Thema Düfte. Wir haben zum Thema Yoga und zwar Gesichtsyoga. Wir haben zum Thema Berührung. Wir haben so viele Möglichkeiten, auch die Verbindung mit Lach-Yoga in ihrer Art, sich zu entfalten und auch unsere Schönheit zu entfalten, miteinander aufgezeichnet, dass du sehr viel Freude haben wirst, schon alleine mit dem Bonusmaterial. Und unser Interview, was ja auch freigeschaltet ist und für jetzt und heute angesetzt ist, das zeigt dir nochmal, wie du ganz persönlich in den Aufschwung kommen kannst und ja, dich voll und ganz in deiner inneren Schönheit baden kannst sozusagen und austoben kannst, die dann auch strahlt. Und tja, René ist auch alterslos für mich. Also sehr spannend, wenn du das verfolgst, die gesamte Geschichte. Aber ich habe sowieso Experten, die extrem authentisch sind, ausgewählt. Und so kannst du dich auch heute wieder, ja, vielleicht mit dem einen oder anderen auseinandersetzen. Und dann kommt etwas von der lieben Andrea auf dich zu im Livestream. Ja, und es geht um die Matrix-Energie. Das ist eine Zwei-Punkt-Energieheilung, wo wir Frequenzen direkt runterladen und als Welle, als Schwingung in den Körper zu der Blockade oder zu dem Thema entsprechend übergeben. Also wir stellen uns zur Verfügung. Und als ich das kennengelernt habe, also Andrea schätzen ist einfach. Mit Andrea sich verbinden und Erfahrungen zu sammeln ist noch einfacher. Die Methode ist noch einfacher. Ihr Motto ist, Heilung ist einfach. Und es liegt natürlich auch an der Geschwindigkeit, wie jetzt die Weiterentwicklung ist. Und ich gehe da voll in Resonanz mit und ich war fasziniert in der Ausbildung. Also jetzt mache ich euch richtig die Nase lang. Aber daran sieht man ja auch, dass ich für jeden einzelnen Gast brenne, der hier integriert ist. Und wir haben zwei Sachen mit Andrea extra gemacht, weil die Zeit reif ist. Die Zeit ist reif für die Einfachheit von Heilung, für die Möglichkeiten, die du selber hast, um deine Selbstheilung, Selbstwirksamkeit nutzbar zu machen.
Ja, und es hat Auswirkungen auf die Zellen, weil alle Emotionen und Traumata und alles gespeichert ist. Und zwar nicht nur aus diesem Leben. Mal schauen, wie weit wir gehen heute Abend. Ich freue mich, wenn du dabei bist und ich hoffe, dass du damit genauso in Resonanz gehst oder nur vielleicht auch ein bisschen, dann ist es schon großartig und einfach eine Offenheit mitbringst. Denn Heilung geschieht. Wir haben sehr, sehr viel Aufschwung und sehr, sehr viele Helfer, die energetisch aus der geistigen Welt für uns zur Verfügung stehen. Und noch vor ein paar Monaten hätte ich das so gar nicht gesagt, wie ich es jetzt sage. Der ein oder andere weiß es. Und ich tue es jetzt genau, weil es an der Zeit ist, mit der Zeit zu gehen. Und zwar nach oben, in den Aufschwung, so wie die Erde in die neue Zeit geht. Okay, jetzt erstmal genug. Dann bis heute Abend. Ich freue mich drauf und ja, auch wieder über Feedback und Nachrichten, auf die ich dann auch gerne Bezug nehme. Viel Spaß!